Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zu Birgits Musikstunde. Heute lerne ich euch, wie man Dreiklänge spielt. Ein Dreiklang ist immer der übernächste Ton. Los geht's! An die Tasten! Ein Dreiklang auf C ist immer der übernächste Ton. Die rechte Hand spielt 1, 3, 5 und abwärts 3, 1. Nochmal C, E, 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 C. Spiele ich das gleiche mit der linken Hand, beginnt der kleine Finger auf dem C. 5, 3, 1, 3, 5. Und immer noch sind es die Töne C, E, 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 C. Jetzt wieder mit der rechten Hand. 1, 3, 5, 3, 1. Und nochmal mit der linken. 5, 3, 1, 3, 5. Der Mittelfinger, der gleiche, wandert jetzt eine Oktave tiefer zum tiefen E. Und ich beginne C. Wenn es bei dir noch nicht so richtig klappt, dann hebe die Hände in die Luft und spiele in der Luft 1, 3, 5, 3, 1 und links 5, 3, 1, 3, 5. Lege die Hände übereinander. C, E, G, E, C. Jetzt hör dir das Video nochmal an, stell auf Pause und spiel es ein paar Mal für dich, bis du es ohne zu überlegen mit beiden Händen ohne Fehler mindestens zweimal spielen kannst.